Der Bodelschwinghof in Mechterstedt. Wir bieten Menschen mit Behinderungen im Landkreis Gotha Unterstützung an, so dass sie an allen Bereichen des Lebens teilhaben können. Ob bei der Arbeit, beim Wohnen oder in der Freizeit, wir helfen über 1000 Menschen mit verschiedenen Behinderungen dabei, ihr Leben kreativ und sinnerfüllt zu gestalten. Der Bodelschwinghof in Mechterstedt. Hier lässt es sich leben. Ich stehe früh um 5 auf, mache Frühstück zurecht für mich und für meinen Mann, den ich hier kennengelernt habe. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, fahre ich 6:30 mit dem Fahrrad hierher. Ja, ich bin glücklich, dass ich jetzt hier im Bodelschwinghof bin. Mir macht die Arbeit auch sehr viel Spaß. Ich freue mich Sonntagabend schon, dass ich Montag wieder hergehen darf. Katrin Reichenbach genießt die vielfältigen Aufgaben in der Gärtnerei auf dem Bodelschwinghof. Hier blüht sie auf. Heute müssen Beete für das jährliche Sommerfest neu bepflanzt werden. Bei der Arbeit vergisst sie ihr Handicap. Ich habe so schlimme Angstzustände und bin froh, dass ich eben an der Luft bin, Freiheit. Ich mag enge Räume nicht, da habe ich eben panische Angst. Und dadurch ist die Gärtnerei gerade richtig für mich. Jetzt ist das Wetter richtig, da sind wir viel draußen jetzt wieder. Da passt das. Katrin Reichenbach hat nicht nur ihren Beruf, sondern ihre Berufung auf dem Bodelschwinghof gefunden. Ein paar Meter weiter in der Holzwerkstatt arbeitet Michael Göring. Mit seiner leichten Lernbehinderung ist er im ersten Arbeitsmarkt nicht zurechtgekommen. Jetzt baut er Teile für die Fensterproduktion. Ich finde es mal eine gute Arbeit jetzt. Die gucken halt, was man selbstständig kann, wie man selbstständig hier wo dran gehen kann. Sehe ich halt, was ich halt kann. Ein Arbeitsanleiter führt ihn sogar in computergesteuerten Holzzuschnitt ein. Phasen 99 müssen wir noch machen. Der Einsatz erfolgt im Prinzip auf der Einschätzung von unseren Gruppenleitern. Da werden die Fähigkeiten festgestellt und dann werden also im Prinzip die Leute auf den Maschinen trainiert. Und das wird dann gesteigert, Stück für Stück im Prinzip, dass wirklich auch hochwertige Arbeiten gemacht werden können. Hier bei so einer Säge darf ja nichts schief gehen. Der Michael, die sind dann auch stolz auf ihre Arbeit, was sie da machen. Wissen dann auch, wo es eingesetzt wird, zum Beispiel in der Velux-Fensterproduktion dann. Und da kann man dann wirklich sagen, zu Hause guckt die Menschen doch Fenster, da habe ich einen Teil dafür produziert. Und das ist wirklich sehr gut. Zwei Räume weiter wird auch fleißig gearbeitet. Michael Görings Ehefrau Simone produziert Teile für die Kraftfahrzeugindustrie. Nicht nach Autoteile. Nee. Ich kleben, mit Gummi zu kleben, also auch ein bisschen so schwierig ist und so, muss ich ein bisschen reinfixen. Der Anspruch auf fehlerfreie Produkte ist auch hier besonders hoch. Deshalb bekommt Simone genauso fachliche Anleitung. Die Kunden sind eigentlich immer überrascht, was wir hier doch leisten in der Werkstatt. Und auch was großer Stückzahl und auch die Präzision. Hier in der Automobilindustrie ist ja die 100% Kontrolle, dass jedes Teil muss da passen. Sonst kriegt man dann großen Ärger und das wird gewährleistet durch unsere Beschäftigten. Also da machen sie eine sehr gute Arbeit. Auch 10 Kilometer weiter in der Velux-Fensterproduktion besteht ein hoher Qualitätsanspruch. Hier verarbeitet Florian Wanke die zugeschnittenen Holzkeile vom Bodelschwinghof zu Fensterbauteilen. Ihm bedeutet die Zusammenarbeit mit den Kollegen sehr viel. Und Spaß haben, einfach Spaß haben. Ich bin froh, wenn ich Arbeit habe und so, Beispiel. Und wenn ich irgendwie was machen kann, alles. Zu viel.
Du nimmst bitte mal den Hubwagen und fährst mal die fertige Palette bitte. Und fachlich-pädagogische Anleitung bekommt Florian natürlich auch hier. So wohl er sich fühlt, er freut sich auch schon auf den Feierabend. Vor allem dann, wenn eine seiner Lieblingssportarten auf dem Programm steht. Denn Florian ist begeisterter Leistungssportler. Wenn es geht, dann vermittelt der Bodelschwinghof seine Arbeitskräfte auch gerne in den ersten Arbeitsmarkt. So wie Elisabeth Sell. Die 30-Jährige hatte 15 Jahre in der Behindertenwerkstatt auf dem Bodelschwinghof gearbeitet. Nach einem Praktikum konnte sie als Sekretärin im Diakonischen Zentrum in Tambach-Dietharz einen Außenarbeitsplatz finden. Für Elisabeth Sell ein Traumjob. Es war schon ein schönes Gefühl. Erstens auch ein Stückchen Freiheit für mich selber. Ich kann frühs und nachmittags mit meinem Elektromobil hierher fahren. Ich bin relativ ungebunden, nicht an irgendwelche Fahrdienste gebunden. Und Elisabeth Sell freut sich, Verantwortung bei ihren Bürotätigkeiten zu übernehmen. Sie erstellt Tabellen für den Bedarf des Heims, schreibt Verträge für die Bewohner, sendet Zahlungsmitteilungen an die Krankenkassen und vieles mehr. Ich wollte mich nur an Herausforderungen stellen in meinem Leben, die ich mir ganz persönlich stellen wollte, die ich dann auch meistern wollte. Und auch die Kollegen finden, diese Herausforderung bewältigt ihre neue Mitarbeiterin bestens. Gärtnerin Katrin Reichenbach hat durch die Sportangebote des Bodelschwinghofs das Radrennfahren für sich entdeckt. Jetzt trainiert sie mindestens einmal pro Woche mit ihrem Trainer und Sporttherapeuten. Er bereitet sie auf nationale und sogar internationale Wettkämpfe vor. Ich habe im Januar 2008 hier im Bodelschwinghof angefangen und war 2008 gleich bei Special Olympic Karlsruhe mit und habe für das erste Mal 3 Gold und einmal Silber eingefahren. Das konnte ich dann überhaupt nicht fassen, wie ich mit einmal in der Mitte auf dem Podest stand. Da sind natürlich 8 Tränen geflossen vor Freude. Durch den intensiven Sport ist Katrin viel belastbarer geworden. Macht richtig Spaß. Ich schaffe auch jetzt Berge, was ich früher nicht geschafft habe. Durch mein ständiges Training bin ich ganz stolz drauf. Sport ist natürlich immer eine Komponente, wo auch man soziale Kompetenzen auch natürlich fördern kann. Auch gewisse Dinge wie Selbstwertgefühl, das merkt man ja auch. Dieses Selbstbewusstsein, ja, ist unwahrscheinlich vorangegangen. Michael und Simone Göring machen sich nach der Arbeit auf dem Bodelschwinghof gemeinsam auf den Weg nach Hause. Sie freuen sich auf ihren Sohn Robin. Dass sie als Familie zusammen sind und hier in einer eigenen Wohnung leben dürfen, grenzt für sie an ein Wunder. Weil man sagt ja auch, wenn jetzt behinderte Menschen, Kinder und so, es würde ja nicht klappen. Das wollte ich mal das Gegenteil mal zeigen, dass es halt klappt. Dass man es halt versuchen kann, Kinder zu kriegen. Darauf aufzupassen. Familie Göring bekommt trotzdem noch vom Bodelschwinghof Hilfe, wann immer sie sie brauchen. In 2 Jahren wollen Michael und Simone komplett auf eigenen Beinen stehen. Doch wie kann Mitarbeiterin Silvia Bernecker dieses Ziel unterstützen? Ja, die Selbstständigkeit im Prinzip auf den Weg bringen. Also wie jetzt in dem Fall jetzt bei der Familie Göring, dass wir assistieren beim Wäschewaschen, beim Sortieren, beim Kochen. Bei den anderen mit den Einkäufen, dass der Umgang mit dem Geld, dass er irgendwann vielleicht mal so weit kommt, also zumindest ein Teil, dass wir mal komplett allein leben, ohne eben die tägliche Assistenz von uns. Michael und Simone Göring sind sehr dankbar, dass sie überhaupt heute als Familie zusammenleben dürfen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. In anderen Fällen hat das Jugendamt ein solches Kind wie Robin den Eltern weggenommen. Der Bodelschwinghof konnte das bei Familie Göring verhindern. Also der Bodelschwinghof hat uns halt ermöglicht, dass wir mit den Kleinen behalten dürfen, dass wir glücklich werden mit den Kleinen und dass es halt so schön ist.
Jeden Montag nach der Arbeit in der Fensterherstellung freut sich Florian Wandke auf sein Tischtennistraining. Er ist Sportler aus Leidenschaft, egal ob beim Fußball, Skifahren oder eben beim Tischtennis. Mein Verein ist SV Gotha. Ich war schon bei Friedrich Roder gewesen, bei Tischtennis-Turnier. Und ich habe was rausgeholt. Ich habe mir mal coole Bällchen rausgeholt und so Ausschnitt gelernt. Florian Wandke ist ziemlich selbstständig bei seinen vielfältigen Aktivitäten. Je nach Bedarf sorgt der Bodelschwinghof aber auch für intensivere Begleitung in der Freizeit. Dafür gibt es den familienunterstützenden Dienst. So wie bei Silvio Gehleik. Er geht am liebsten schwimmen, auch ohne das Becken sehen zu können. Also ich gehe gerne ins Wasser, also ich bin so ein kleiner Wasserratte. Also schwimmen macht mir riesen großen Spaß. Deshalb hat ihm der Bodelschwinghof einen ehrenamtlichen Mitarbeiter organisiert. Volker Grimm brauchte im Frühruhestand eine neue Herausforderung. Jetzt begleitet der ehemalige Bundeswehrsoldat Silvio wöchentlich ins Schwimmbad. Ja, am Anfang habe ich Angst gehabt, er schwimmt mal weg. Oh. Weil ich wusste, nein, er ist gut. Also die letzten 20 Minuten kriegen wir eine abgesperrte Bahn, wo ich ihm ein paar Tipps gebe, weil von oben sehe ich das besser, wie er seine Fingerhaltung macht und so. Weil er dann sicherlich ab August, September wieder ins Training einsteigt für die Landesmeisterschaften. Macht Spaß. Der familienunterstützende Dienst des Bodelschwinghofs wird aber auch von Hauptamtlichen geleistet. Hallo, ich wollte Johanna holen. Johanna, kommst du? Mary Meister profitiert sehr von dem Hilfsangebot. Ihre Tochter Johanna hat einen hohen Assistenzbedarf über den ganzen Tag. Sehr schön. Also ich bin auf jeden Fall sehr in meiner Freizeit unterstützt. Ne? Ich kann arbeiten gehen, ich kann auch mal eine Zeit für mich verbringen, eine Zeit mit dem Baby nur allein verbringen. Und ich weiß auf jeden Fall, Johanna hat Spaß in der Zeit, ist sicher untergebracht und die sind alle ganz, ganz lieb und nett. Ich glaube, ein Blick in ihr Gesicht sagt alles. Also wenn sie auf dem Pferd sitzt und so lacht, dann ist das schon schön. Gell, Johanna, reiten, macht das Spaß? Macht Reiten Spaß? Ja, das hat sie jetzt. Also. Aber sie freut sich jedes Mal sehr und sie streichelt das Pferd und sie wird ganz ruhig auf dem Pferd. Das tut ihr schon sehr gut, ja. Unser Motto in Mechterstädt heißt: Zuwenden, Verstehen, Annehmen. Der Bodelschwinghof hat ein breites Spektrum von Angeboten im Bereich der Arbeit, im Bereich des Wohnens, im Bereich der Freizeit und damit auch viele Wahlmöglichkeiten für Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen, ob sie eine körperliche Beeinträchtigung haben, Lernschwierigkeiten haben oder darüber hinaus vielleicht auch eine seelische Behinderung. Es ist für jeden was zu finden, gerade auch im Bereich der Freizeit, im Bereich des Sports. Das, was unser Leben vielfältig macht, das können Sie bei uns nachfragen. Und das seit über 65 Jahren. Ein Grund zum Freuen. Die wunderschöne Dekoration ist pünktlich zum jährlichen Sommerfest auf dem Bodelschwinghof fertig geworden. Hier kommen Mitarbeiter, Freunde und Gäste zusammen. Es wird Gemeinschaft gelebt, Freude geteilt und zusammen gefeiert. Eben alles, was ein Fest des Lebens ausmacht. Ganz typisch Bodelschwinghof. Mir geht auch das Herz auf, wenn ich sehe, wie Menschen, die hier wohnen und arbeiten, zusammen ein Fest feiern mit Gemeindemitgliedern aus den umliegenden Orten.
und nicht über das Trennende gesprochen wird, sondern über das Gemeinsame. Also ich habe das Gefühl, dass man sich wirklich von dem her sieht, was man kann und nicht vom Defizit her. Und das macht mein Herz weit. Der Bodelschwinghof in Mechterstädt. Hier lässt es sich leben.